ich muss ehrlich sagen, ich bin brennheiß. Ich glaube, das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist der Beginn von der zweiten Halbzeit, die ersten 5 bis 10 Minuten, wo wir einen Ausgleich kriegen. Da waren wir nicht im Spiel, die haben wir verschlafen, aber sonst war es ein sehr gutes Spiel für uns. Wo wir zumindest einen Punkt mitnehmen müssen, aber ein gewisser Herr hat heute was dagegen gehabt, leider. Und deswegen haben wir dann unglücklich die Partie verloren. Ja, unmittelbar nach dem Spiel tut es einfach nur brutal weh. Ich finde, wir haben das über weite Strecken gut gemacht. Vienna, man hat ja gesehen, hat Qualität, ist ein richtig guter Gegner in der Liga. Gehen dann in Führung, 1-0 zur Pause, kommen dann aus der Pause raus, haben nicht so Zugriff gehabt, dann war das 1-1 und danach, finde ich, haben wir fast die beste Phase gehabt in unserem Spiel, wo man dann auch spielerisch Akzente setzen konnte, uns ja immer wieder in der gegnerischen Hälfte festsetzen und dann am Ende wäre, denke ich, 1-1 fair gewesen und gerecht gewesen. Tut natürlich brutal weh und tut mir leid für die Mannschaft, dass man halt dann noch so einen Elfmeter, der, ja, jeder kann sich das in Ruhe anschauen und dann seine eigene Meinung dazu bilden, aber aus unserer Sicht keiner war. Trotzdem, ja, ist es jetzt nicht der eine Grund, aber war natürlich eine massive Entscheidung, die heute gegen uns ausgefallen ist. Ja, es ist auch, der Stürmer läuft in den Hasi rein. Es ist natürlich auch Kontakt da, aber was soll er machen, er kann sich nicht auflösen. Er steht oder der Stürmer sucht den Kontakt, schreit, lässt sich fallen. Und es ist traurig, dass das in der Liga reicht teilweise, dass man einfach schreit und sich fallen lässt, dass die Schiedsrichter dann pfeifen. Also das ist einfach nur lächerlich und wie gesagt, ich muss aufpassen, was ich sage, weil sonst wird es unangenehm. Ja, ich finde, ich bin natürlich, ich habe auf der Bank die Situation natürlich auch mitverfolgt. Ich war mir sicher, dass Abstoß ist, weil der Schiedsrichter extrem unsicher dann auch agiert hat. Und dann ein paar Sekunden später auf einmal gibt es den Pfiff. Also aus meiner Sicht darfst du nicht nur in dem Spiel, sondern in jedem Spiel einen Elfmeter nur dann pfeifen, wenn du zu 100% sicher bist, dass das einer war. Dass Kontakt da war, dass ein Foulspiel vorgelegen ist. Aus meiner Sicht war das nicht der Fall. Umso bitterer für uns.